Moin Moin, seid ihr grüß. Schön, dass ihr dabei seid. Liebe Leute, mit einer kleinen Ladung, das ist Sünde, oder? Lämmer unterwegs zum Schlachter. Das sieht echt albern aus. Hier könnten noch viel, viel mehr Tiere rein. Aber gut. Das sind die Lämmer, die jetzt zum Schlachter kommen. Ja, da werden wir gleich, muss ich dran denken, die Tannenbäume. Nachdem wir jetzt diese Ladung Lämmer zum Schlachter gefahren haben, mehr haben wir nicht. Das ist jetzt einmal eine Portion zum Verarbeiten und gut ist. Könnten noch den Rest aus dem, aber nee, ich glaube, das machen wir nicht, oder? Ups. Ja doch, wir könnten, wir machen das einfach. Da war ja noch fast eine komplette Portion Lämmer übrig, ne? Im Alter von 9 Monate, meine ich. Wir lassen den automatisiert hinfahren und in der Zwischenzeit machen wir die Tannenbäume an. Wenn... Doch, das hatte ich noch nicht. Sogar 37 Brei darüber, dass natürlich nicht genug Lämmer sind. Und noch dazu kommt, dass wir vielleicht jetzt auch bald Crushed Eis wieder für alle möglichen brauchen, für die Wurst. So, hier gibt es keine Gülle mehr. Dann holst du die jetzt direkt beim Rinder, beim Hof, beim Rinderstall, bei den Hühnern. Und befüllst weiter den Separator damit. Weil der wird da unten auf jeden Fall, glaube ich, noch drin sein in den 37 weiteren, die wir nicht sehen. Okay, dann einen kleinen schnellen Transporter. Fischmehl, Netzrolle hätten wir hier ein bisschen. Ja, machen wir das mit der Netzrolle. Obwohl, da müsste doch hier schon wieder was angekommen sein, oder? Da haben wir noch keine Ingame-Stunde rum. Pakete ist schon wieder angekommen. Warum? So. Aus dem Dings oder was? Irgendjemand hat gegönnt, liebe Leute. Und gerade eben wurde nochmal nach den Wichteln gefragt. Die wurden nicht genug in die Kamera gezeigt. Vielen Dank, von wem auch immer. Sollen wir gleich mal aufmachen? Ja, sagt Shelly. Was für Shelly drin ist. Sieht was drauf? Nee, was für dich drauf? Yes! Hast du gekauft oder was hast du dir gewünscht? Ich werde es nicht nutzen, liebe Leute. Vielen, vielen Dank trotzdem für euren Support, für Bestellen von irgendwelchen Sachen aus der Amazon-Wunschliste. Was ist das? Oh yeah, oh yeah, Shelly freut sich. Ja, eigentlich kann die Kamera leider nicht drehen. Wir haben gekriegt, Herr, von wem? Bin ich drin? Anonym. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Herr Schalk-Salon. Also Shelly, glaube ich, will unserer Tochter vermutlich die Haare färben. Das sind irgendwelche Stifte, mit denen man sich die Haare bunt machen kann. Vergnügen mit dem. Vielen, vielen lieben Dank. Lars. Vielen Dank an Lars. Vielen, 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 vielen Dank für deinen Support und für Verschenken von irgendwelchen Geschichten hier. Ja, dann kann Shelly unsere Tochter mit schick machen. Nein, ich nicht. Danke dir. Vielen, vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, was Shelly da alles so Schönes in die Liste mal packt. So. Aber damit könnten wir so ein bisschen sein. Wie bitte? Meine grauen Haarsträhnen, wie bitte? Deine meinst du? Grau machen wir blau, oder? Hahaha. Scherzkeks.
Ein Scherzkeks. So, Netzrolle nochmal auslagern. Ja, Halloween, schön bunt. Passt nicht. Aber vielen Dank für solche Geschichten. Ich bin gespannt, was Shelly damit veranstaltet. So, das ist ja schon fast eine volle Netzrolle. Damit fahren wir jetzt einmal rüber. Fischfutter ist halt aktuell noch Mangelware. Wird auch noch ein bisschen dauern, vermutlich, bis wir genug Fischfutter haben. Ah, 2000 Liter, die nehmen wir mit, ne? Fischfutter. So, Shelly hat wieder einen Wichtel fertig und Shelly ist immer noch in der Bastelstunde. Wie viel hast du jetzt fertig? Drei oder wie? Drei hat sie fertig. Na, das sind die Weihnachtswichtel, wie ich gerade eben erzählte. Das ist schon lustig, hm? Wieso? Spät. Ah. So? Ja. So. Wenn meine Mutter oder mein Vater hier oder deine Eltern zugucken, wahrscheinlich. Ja, genau. Ist gut. Also immer nur, um die Produktion am Laufen zu halten, weil die immer noch oben halt so weit drin ist, dass das würde uns verhindern, durch die Nacht komplett durchzuspulen. Denn die Nacht machen wir nicht mit mal 5, dann machen wir wieder mit mal 30 oder was weiß ich, mal 15. Gucken wir mal. Ja, weiß ich nicht. Shelly macht das ja eigentlich oder lässt das vom Friseur machen, ne? Mit den Haare färben, sonst wäre da ja auch schon die Hälfte grau. Zum Glück ist sie wieder weg. Hätte ich jetzt eine Shelly gekriegt. Dafür, dass sie ja doch ein bisschen jünger ist als ich, hat sie mehr, also mindestens genauso viele graue Haare. Aber warte mal. 10 Jahre weiter. Sieht irgendwie aus wie Fett. Der Wichtel. So, 38 weiteres. Macht ja keinen Spaß an, ne? Tortelloni und Spaghetti Mix 2 ist irgendeine Mehlsorte vermutlich. Also würden noch, also die Nudelfabrik würde da wahrscheinlich für mehrere Einträge schon stehen. Und jetzt mal gucken, ob wir auch mal räuchern können eigentlich. Lachs, Forelle und Dorsch. Jo, die ersten Paletten sind da, Leute. War irgendwie aber noch relativ überschaubar, ne? Einmal Lachs. Einmal Forelle. Dorsch? Nee, Dorsch. Nee, Forelle, ne? Ich hätte Forelle. Dorsch war doch hier für die Fischfabrik. Aber es lohnt auch ehrlich gesagt nicht immer mit einer, ne? Und Aal auch, ne? Aber Aal ist noch nicht da gewesen. Ich muss die Tannenbäume einschalten. Weil es nur schnell zur Fischräucherei mit Lachs da oben mal mit dem roten raus ist. Moinsen. Danke fürs Reinschalten. Ja, und heute Abend ab 18 Uhr global Farmer, liebe Leute. Da brauchen wir eine Menge Postleitzahlen von euch, wenn ihr sehen wollt, ob eure Region in dem Spiel, in dem Landwirtschaftssimulator global Farmer, ob eure Landschaft, eure Gegend gut abgebildet ist. Dann seid gerne heute Abend ab 18 Uhr ungefähr dabei. Können wir gerne eure Postleitzahlen mal abchecken und gucken, wie das da aussieht. Ob sich das für euch denn lohnt oder nicht. Aber ihr sagt, jo doch, das sieht so aus, das Feld kenne ich oder was auch immer. Auf dem Feld habe ich vielleicht schon selber gearbeitet, wenn man in der Branche tätig ist oder ne, was auch immer. Oder an dem Feld fahre ich immer vorbei zur Arbeit. Also ich glaube schon, dass man die meisten Regionen recht stimmig gut erkennen kann. Und wenn man nicht seine direkte Postleitzahl preisgeben möchte aus Gründen, kann man natürlich auch einfach die nehmen vom Nachbarort oder was auch immer. Ne?
Das ist ja nachher jedem selbst überlassen. Aber da können wir gerne gemeinsam mal hingucken. Das ist also an sich das Angucken, das ist schon cool. So, warte mal. Nicht auslagern, eine Palette. Einlagern, nein, das soll natürlich hier gleich verteilt werden, ne? Auslagern, ne, direkt verkaufen, verteilen. Geräucherter Aal, auch verteilen. Alte Leerpalette muss verteilt werden. Kompost kann verteilt werden. Obwohl, Kompost ja eigentlich nicht. Gut, Aal haben wir noch zu wenig. Aha. Liegt aber auch daran, dass ich es nicht auf Verteilen geschaltet habe. Okay. So, wir gehen jetzt erstmal vor Ort, liebe Leute. War nämlich echt noch nicht an. Und dabei stehen doch hier so viele Tannenbäume. Danke eurer Hilfe, sonst hätte ich sie vergessen, die gute Tannenbaumplantage mal anzuschalten. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Cash, ne? Ist ja nur gegen hier Bargeld. Aber 41 weitere haben wir damit. Das wird immer schlimmer. Bargeldbooster Herbizid leer. Herbizid? Naja, müssen wir noch ein bisschen die Tannenbäume noch ein bisschen spritzen vorher, bevor sie vermarktet werden können. Okay. Ach ja, weiß auch gar nicht, wollte nicht mehr so viel. So, komm her, es sollte doch nur eine Portion gefahren werden. Hier würde ich jetzt auf Hackschnitzel ansetzen. Das ist doch schon wieder raus aus der Liste. Hof. Oh ne, die Ballenhalle, ne? Ballenhalle, Ballenhalle am Hof leeren. Hackschnitzel. Das Ganze geht dann zu Zellstoff. Schade, dass es keinen Scrollbalken gibt, dann können wir ein bisschen schneller zum Z scrollen. Zellstoff-Hackschnitzel. Ja, und das kannst du ja auch. 5-6 Mal fahren. Gibt's hier noch Leerpalette? Check. Tischlerei, achso, das sind die alten Paletten. Wer ist denn der Erste mit Leerpaletten, der da oben drin steht? Die sind alle rausgerutscht, weil irgendwelche anderen sich vorgedrängelt haben. Zuckerfabrik steht da drin und die Glasfabrik steht da drin. Das liegt ja auch, also weiter auseinander geht's nicht. Die Käserei steht da auch drin. Wie viel haben wir jetzt mit? 84.000 nur. Das heißt, jeder kann irgendwie 28.000 oder so. Echt sicher, 28.000 könnte jeder kriegen. Lot gibt's nicht. Ach, ja, komm. Baumwolle.
Jetzt müssen wir nur gucken, was müssen wir vor der Nacht wirklich noch machen, weil wir kommen gleich in den Spulkram rein. Dann werden wir 12 Stunden Zeit locker vorspulen, ein bisschen mehr sogar. Also das meiste geht noch, ne? Ach, war der Glas, ne? Habe ich die Flaschen auch verteilen eigentlich oder sind die hier? Wie gesagt, so circa 28.000. Naja, das waren schon ein bisschen mehr, sorry. So. Flasche verteilen. Einmachglas soll ich auch verteilen. Und Glasscheibe auch verteilt. Ich möchte so nach und nach jetzt wirklich gucken, dass wir dann alles am Zentrallager haben. Ich hätte auch so ein paar Flaschen von hier jetzt mitgenommen, aber wie man gerade sieht, das sieht schlecht aus. Weil die Brennerei steht da oben mit Flaschen drin. So, nächster Stopp, Käserei. Und nach der Käserei geht der Rest zur Zuckerfabrik. Käserei fahren wir jetzt noch selber und soll sonst Gefahr laufen, dass die alle da auf einmal weg sind, die Leerpaletten, die wir mit haben. Würde aber auch nur 20.000 jetzt bei der Käserei abgeben und den Rest, der geht so zurück. Okidoki. Dann müssen wir Mehl verteilen, ne? Bäckerei, Brot, Mix 1. Muss Mehl sein, oder? Und Nudelfabrik möchte auch Mehl haben. Und ich wollte Fahrzeuge auslösen. Heute kriegen wir Kilometergeld. Aber vor der Nacht würde ich noch bei den Tannenbaum noch hier Herbizid hinbringen. Wir werden genug haben. Mit Precision Farming brauchen wir ja nicht viel Spritzmittel. Oh Gott, ich komme gar nicht schnell genug aus dem Trigger wieder raus. Da sind die Batterien alle weg. Jetzt haben wir nur noch 17.000 übrig für die Zuckerfabrik. Das lohnt nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber machen wir. So gut, dann Sprinter. Der steht noch bei der Räucherei rum. Mit dem würden wir jetzt ja gleich, damit wir über die Nacht kommen, die 6 Stunden Rindfleisch bei der Lebensmittelfabrik noch verlängern wollen. Das ist halt, ne? Früh dunkel und spät hell. Aktuell ist hier kein Rindfleisch da, da müssen wir noch ein bisschen warten. Wo steht es hier überhaupt? Da, wohl. Ist in dem Logistiker was hängen geblieben bisher? 740 sind hier schon. Na gut, 5 Stunden können wir noch warten, bis wir das machen. Also, dann geht's weiter mit Setzlinge bei den Tannenbaum brauchen wir auch. Müsste aber eigentlich gehen, ne? Der wird jetzt Hackschnitzel. Ja, lass mit dem nochmal da Steine auch verkaufen. Habe ich noch nicht eingestellt. Der fährt sich Lade durch die Gegend. Der macht nichts. Oh, aber eigentlich jetzt eine Flüssigkeitenfass. Ach ja. Wollten noch die anderen Lämmer abholen. Sollen wir die noch einen Monat altern lassen? Könnten wir sogar machen. Dann lassen wir den einfach noch einen Monat hier stehen.
Nächsten Monat sind sie ja, geht's ja noch ein bisschen älter, ne? Sind ich, das geht jetzt um die 7 Monate alten hier. Die werden in 8 Monate, 44 Stück. Und dann werden die 5 Monate, dann können wir damit auffüllen. Ich glaube, das machen wir. Bei 4 Monate meine ich mal Mindestalter. So, da ist einer. Ja, wir brauchen noch ein bisschen Geld für die Nacht. Ich weiß auch gar nicht, ob wir den Separator mittlerweile mal rausbekommen haben. Auf jeden Fall ist das, die ganze Gülle aus dem Klärwerk und die ganze Gülle hier von nebenan ist alles hier jetzt runtergekommen und hier sind 12.000 Herbizid. Und aus zeitlichen Gründen schicken wir ihn zu 74. So, Frage Mehl, liebe Leute. Ich weiß es nämlich selber nicht genau. Gibt es hier mal was Schönes, dass wir so Transportaufträge machen könnten? Bekannte Unvermögen. Das ist schon sportlich mit mal 5 und so vielen Produktionen. Ich weiß gerade halt nicht, wie ist es mit dem Mehl? Habe ich das hier oder ist es, haben wir das nicht hier? Dinkelmehl, Roggenmehl, Weizenmehl. Das kann ja nicht alles sein. Ich glaube. Oder? Das kann ja nicht alles sein. Hier ist noch viel, aber ach so, Mehl ist wenig hier. Dinkelmehl ist über viel. Roggenmehl ist viel. Klei, weiß ich nicht, ob wir so viel brauchen in der Futterfabrik für Mineralfutter. Ansonsten können wir auch was verkaufen. Voll. Kommen wir erstmal zum Bäcker. Da müssten eigentlich ein paar mehr Bedürfnisse rausfliegen. Hoffe ich mal. Wenn wir jetzt hier Mehl hinbringen. Danach geht's zur Nudelfabrik. Ich habe diesmal extra so hier abgeladen, auch wenn das andere schneller gegangen wäre. So haben wir die Möglichkeit, jetzt noch wieder ein paar mehr dazu zu packen. Nudelfabrik möchte nämlich auch Papier haben.
Und sind wir schon am Ende der Folge, wie ich das sehe. Und Nudelfabrik. Nudels, wo sind die Nudels? Da. Wie gesagt, Herbizid machen wir jetzt noch schnell. Wir gucken jetzt, was wir wirklich. Also Rindfleisch müssen wir noch ein bisschen liefern, damit wir mit der Lebensmittelfabrik durch die Nacht durchkommen. Saatgut wird abgeschaltet, wir brauchen kein Saatgut mehr. Da können wir alles eigentlich dann demnächst irgendwann mal verkaufen. Fabrik möchte auch Ei haben. Warte mal. Dann fahren wir, weil wir gerade hier bei der Insel sind, und holen wir drüben noch die Packung Ei. Da wird ja bestimmt schon wieder eine sein, vielleicht sogar zwei, weil wir jetzt ja doch eine, mit mal fünf machen wir auf einmal, schaffen wir auf einmal die Zeit. Das lohnt auf jeden Fall, den kleinen Abstecher hier rüber zu fahren. Hier hin. Ja, krass, ne? So schnell ist es dunkel, Leute. Und das ist gar nicht mehr gewöhnt. Am Anfang spielt man ja häufig mit mal 5 Geschwindigkeit. Aber bin ich gar nicht mehr gewöhnt. Die Zeit rast ja auf einmal. Ist auch schon wieder gleich Werbung auf Twitch, wenn ich das richtig sehe. Das passt ja mit der Zeit, die von der Folge. Wir sind ein bisschen länger schon wieder heute hier. Aber wie gesagt, ein bisschen Zeit haben wir auch. So, zack. Nicht viel, aber besser als nix. Immerhin 4300. Ja, Nudelfabrik, das schaffst du alleine. Wir müssen jetzt einmal zu Feld 74, da müsste der Flüssigkeitentransporter stehen. Dann können wir damit jetzt einmal die Tannenbäume auffüllen. Bei der Getreidefabrik Hirsebrei. Was ist das denn eigentlich? Warum zieht das nicht so richtig voran? Molkerei ist drin mit Milch. Nord, Holzfäller 3, da sind eine Menge Diesel-Heinis wieder mit drin, die natürlich die Liste auch wieder nur unnötig aufloostern. Aber die Raffinerie, die läuft ja auch auf allen Schienen aktuell, also da können wir leicht einmal automatisiert zwei Ladungen oder so hinfahren lassen, ohne dass wir da selber jetzt noch was machen müssen. Wo wir eigentlich auch Gülle noch wieder weiter Gülle fahren könnten. So, Raffinerie, Getreide, Schweinefutter. Fischer. Eins. Dann sehr erstmal vielen Dank fürs Reinschalten. Bisschen dunkel, ne? Bis zur nächsten Folge. Vielen Dank, bis dann. Dann spüren wir auf jeden Fall die Zeit wieder weg. Bis dann, vielen Dank und tschüss.